So, schauen wir doch mal. Bitte was? Ja, wir müssen jetzt hier Betonmischer mörteln lassen. Wir brauchen. Ja, also jetzt gibt es hier kein Tutorial, ne? Ja, scheiße. Wir machen das gerade, das ist unser erstes Haus, Garius. Sei bitte nachsichtig. Wir wissen nicht, wie es geht. Das ist das Problem. Wie heißt euer Spiel? Ausrufezeichen Spiel, Grubenlord. Contract Will. Ausrufezeichen Spiel. Hast du direkt den Steam-Link? Badezimmer 3x3, na klar, Mr. Bean, natürlich. Oh no. Das sieht doch nur so klein aus. Ja, ja, das werden wir mal sehen. Weißt du, wie es geht jetzt? Also Mörtelmischer, was kommt da rein? Beton im Mischer gießen lassen. Tja. Brauchen wir da irgendwie was oder zum Reinmachen? Ich bin gerade ein bisschen... Ich glaube, wir müssen diese Rahmen kaufen. Und welche Rahmen? Na, die Innenwandrahmen. Nimm deinen ersten Auftrag an. Ja, oder vielleicht sind sie das hier. Ja, gehen wir einkaufen, oder? Irgendwie Harry hat uns nur 3 von 5 Sternen gegeben. Wofür? Wo siehst du das? Wenn du bei Firma reingehst. Achso, ja, ich weiß warum. Das sind die alten Bewertungen. Das ist, weil wir die Aufträge, also die Sonderaufgaben nicht gemacht haben. Grubenlord, Ausrufezeichen Spiel, da ist der Steam-Link. Der ist auch direkt über dir. Einfach draufklicken. Und hallo Minion, vielen, vielen Dank für die Follows, Leute. Dankeschön. Oh. Tja, ich würde sagen, wir müssen mal zum Baumarkt fahren. Aber ich weiß halt nicht, was. Meinst du, wir müssen irgendwelche Gerüste machen? Außenwandschaufel. Schaufeln müssen wir, da steht's doch. Oh, pass auf jetzt. So, komm, Plaschi, schaufeln. Schaufeln. Wir schaufeln jetzt. Wir müssen schaufeln. Ja, guck mal, Blabar sagt's auch. Ja, sicher. Ich glaube, es wird ist wirklich für Dumme. Es wird komplett vorgegeben. Aber wir sind zu blöd, das Tutorial zu sehen. Oder zu kapieren. Naja, irgendwas ist ja immer. Okay. Bist du schon dabei? Ja. Nice. Es ist auf jeden Fall Early Access. Es ist auch schon mal ein paar Mal abgestürzt. Deswegen, das müsst ihr natürlich wissen, bevor ihr Early Access Spiele kauft. Weiß wahrscheinlich jeder. Ich sag's einfach nur nochmal. Seid da. Naja, jetzt müssen wir was reinkippen. Ja, jetzt brauchen wir das Zeug auf dem Beton. Ich befinde mich jetzt hier. Hier ist das Schlafzimmer. Ja, genau. Oh, hier? Nee. Hier, ja, das steht oben links. Schlafzimmer. Und hier ist Hausflur. Hier ist Küche. Ja, ja, das ist innerhalb des Dinges. Wie machen wir das denn jetzt? Wir brauchen Beton. Wir müssen was an... Schalungen für die Außenbereiche anbringen. 75 Schalungen brauchen wir. Aber wir können doch jetzt nicht jedes Mal zum Baumarkt fahren, oder? Anscheinend. Müssen wir, ja, weil wir wissen ja nicht, was danach kommt. Da fahren wir zum Baumarkt und jetzt holen wir die Schalungen. Danach fahren wir zum Baumarkt, holen dann, was weiß ich, den Mörtel. Dann fahren wir nochmal zum Baumarkt und die Steine. Das muss doch hier ein klares Tutorial geben, oder? Ich guck mir gerade das Handbuch an. Also da hast du, ja, da hat er schon die ganzen Materialien in der Hand. Ja, komm mal her, komm mal rein. Achso. Moment mal. Baumarkt ist gegenüber. Ah. Nice. Extra für uns. Mhm. Also, Schalungen. Ich weiß auch gar nicht, wie teuer das ist. 100 Stück sind das wahrscheinlich. Schalungspaket. Kaufen wir mal eins. Kaufen. Und dann brauchst du, glaube ich, noch so eine Verstärkungsstange oder so. Ja, das wird uns das Tutorial dann schon sagen. Okay. Ich meine, beim zweiten Haus wissen wir es dann auch, ne? Es gibt eine Einkaufsliste. Was? Ich gehe nochmal einkaufen, Plaschi. Alles klar. Das ist natürlich nice. Soll ich schon mal die Verschalung anbringen? Tatsächlich. Ja, ja, mach schon mal dran. Die liegen auf der Straße irgendwo. Ziegelsteinpakete. Oh, danke für den Hinweis. Ziegelsteinpakete, 4 Stück. Nice. Schalungspaket S brauchen wir aber auch 3. Warte mal. Eins haben wir schon. Kaufe ich nochmal 2 nach.
Ah, nee, doch nicht. Oh, no. Ah, das müssen wir gleich wieder rausnehmen. Ich nehm's direkt raus. Ich nehm's direkt raus. Hab auf die falsche Zahl geschaut. Außenverkleidung brauchen wir. Außenwände. Ja, ja, warte. Außenverkleidungspaket. Davon brauchen wir nämlich 3. Welche Farbe machen wir die Außenverkleidung, Plaschi? Welche Farbe soll das Haus haben? So ein rotes Steinhaus? Mhm. Ja, können wir machen. Oder so ein typisches Bungalow-Haus, weil es nur ein Stockwerk ist. Können wir auch machen. Weiß oder braun oder? Braun. Gut. Ja. Ja, pack in den Korb. Mhm, mhm. Brauchst du, hast du die Schalung schon fertig? Ja. Okay. Betonpackungen. Brauchen wir 15, alles klar. Was ist das hier? Deckenbeton, wie viel brauchen wir davon denn, Leute? Hier unten, Deckenbeton, Blockpakete 2. Okay, das haben wir auch alles. Ich weiß gar nicht, ob die Kohle reicht, Digi. Sand. Boah, das ist aber echt viel, ne? Sand brauchen wir 7. Ja, gar nicht so einfach, ein Haus zu bauen. Wer von euch hat schon mal ein eigenes Haus gebaut? Verstärkungspaket brauchst du, ne? Genau. 8 Stück. Und da kaufe ich das einmal, dann hast du das schon mal. Obwohl, ich weiß nicht, ob das dann zurückgesetzt wird. Das ist das Problem. Ich gehe trotzdem einkaufen. Da kannst du schon mal loslegen. Bitteschön. Ach du meine Güte. Hast du schon was bekommen? Ja, das habe ich mir gedacht. Scheiße. Jetzt steht hier natürlich wieder. Sturzpaket haben wir auf jeden Fall noch nicht. Ja, es wird leider nicht gestrichen. Sturzpaket 1. Fenster. Einzelfenster. Tja, Einzelfenster. Oh, schöne Fenster gibt es hier, ne? Schöne Einzelfenster. Nehmen wir davon mal 2. Ein Doppelfenster, da würde das hier ganz gut passen. Jetzt sollen wir Zement gießen. Halbes Fenster, das ist... Vor allen Dingen, du kaufst ja wirklich auch die Fenster, die du angegeben hast bei der Planung. Es ist so schön. Wir machen mal hier so ein schmales. Wir brauchen noch so ein hohes Fenster, langes Fenster. Wie viel waren das? Ich glaube 2. Boah, das ist richtig teuer. Aber ich kann Kredit aufnehmen. Gar kein Problem. Mr. Bean, dankeschön für den Follow. Hi. Dann brauchen wir Türen. Ey, sogar Dämmung bauen wir ein. Oha. Es ist ein Bungalow, ne? Dem müssen wir uns bewusst sein. Da brauchen wir eine bungalowartige Außentür. Aber da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht bei den Fenstern. Ach, ist egal, komm. So, Außentür. Breite Außentür. Oh, fuck, das ja, stimmt. Das. Mist. Wir brauchen eine breite Außentür. Sowas hier tatsächlich. Okay. Tür doppelt für den Außenbereich. Eine Doppeltür habe ich auch gekauft. Was habe ich alles gekauft? Das ist ja übel teuer. Aber aus Glas gibt es die leider nicht. Ich glaube, es wird kacke aussehen, unser erstes Haus. Aber wir lernen noch dazu. Danke für die Follows. Dankeschön. Ich glaube, wir lernen dazu, eventuell. So, jetzt brauchen wir noch Innentüren. Mhm. Aber die würde ich weiß machen jetzt. Die machen wir weiß, die Innentüren. Genau, Körper machen wir. Ich will das weiß machen, alles. Alles in weiß. Detail. Körper. Geht nur Holz? Ach, schade. Ah, warte mal hier. Weiß. Gut. 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Fertig. Nice. Tür 1, den habe ich doch gerade gekauft. Oh, das waren Außentüren. Oh, shit. Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen sortieren hier. Einzeltür außen, die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Und die auch nicht. Oh, no. Okay, 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 okay. Einzeltür innen brauchen wir, Leute. Dann nehmen wir die. Wieder komplett weiß. Körper. Türkörper ist das. Auch wieder weiß. Okay, so ist gut. 4 Stück.
Jetzt passt das. Betonblockpakete. Hatten wir, glaube ich, schon gekauft, oder? Taschi, hast du Betonblockpakete zufällig? Ja. Die habe ich schon verarbeitet. Minion, Ausrufezeichen Discord. Ja, klar, logisch. Also hast du. Betonplattenpakete hast du. Ja. Dämmungspakete dann. Also ich habe auf jeden Fall Beton gerade in der Hand. Mhm. Trockenbaupakete. Nehmen wir auch 3. Holzrahmenpakete. Auch 3. Bodenfliesen. Typ Parkett. Wer hat Parkett bestellt? Das habe ich gar nicht angegeben. Teppichboden, Keramik, Marmor. Boah. Einfach Parkett vielleicht. Parkett. Ah, da sind sie schon mal. Ja, was ist ein schönes Parkett? Ich würde tatsächlich... Ah, weiß ich nicht. Was Dunkleres, Edles nehmen vielleicht, sowas. Wie viel brauchen wir davon? Habe ich nicht aufgepasst. Gucken wir mal. 1, okay, 1 ist gut. Dann türkiser Farbeimer. Wer legt das fest, dass türkis ist? Genau, türkis. Auch 1, oder? Genau. Dann brauchen wir noch einen Farbeimer in Mokka. Ja gut, da hat der Kunde aber vielleicht auch schon seine Vorstellungen, weißt du? Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch richtig viele Farben. Das brauchen wir noch. Puderblau. Mahlzeit. Mahlzeit. Wer ist da reingekommen? Swochter, Hallöchen. Ochter, Tochter. Moin, grüß dich. Okay, okay, okay. Wir brauchen noch mehr Farben, Leute. Dunkles Orange haben wir noch nicht. Das packen wir auch noch mal rein. Und eine beliebige Farbe auch noch. Ja, da weiß ich nämlich weiß einfach. Klassiker. Dann einmal mit Putz. Also erstmal brauchen wir Marmor. Ja, fürs Bad, ne? Also ein Bad mit Marmor, ich bitte dich. Ich nehme dunkles. Dann Bodenfliese. Bodenfliese, beliebige Fliese. Ja, aber für was, wenn ich das jetzt wüsste? Ich nehme ja Keramik einfach, oder? Nein. Mach ich auch weiß. Vielleicht für die Küche. Also Küche, ich mag grüne Küchen. Wir machen mal so grün. Ah, das ist schon krasses Grün. Aber anderes gibt's nicht. Ich nehme das. Komm, so. Beliebiges Paket Fliese S, das ist komisch. Verstehe ich nicht. Werden wir dann später noch sehen. Fußleisten brauchen wir. 3 Pakete. Fußleiste. 1, 2, 3. Putz. Gehst du das nächste Mal einkaufen, Plaschi? 1, 2. Ach, oh scheiße, das ist das Falsche. Jetzt habe ich Gips gekauft. Gips brauchen wir gar nicht. Gibt's Deckleisten? Ach du Scheiße. Okay, Putz müssen wir wegmachen. Nee, Putz brauchen wir auch. 2 Eimer mit Putz. Okay, jetzt gibt's Deckleisten. Da nehmen wir mal... Ja, wir hatten ein einfaches Bungalow. Wir nehmen die hier. 1, 2, 3. Und Bodenfliesenpaket. Beliebige Fliese. Weiß ich nicht. Oder heißt die so? Beliebige Fliese gibt's auf jeden Fall nicht. Bodenfliesenpaket. Keramikbodenfliesen. Ja, ey, komm, kaufe ich noch eine. Ist mir egal. Okay. Okay, okay. Der Rest sollte hoffentlich da sein. Ich gehe einkaufen. Kostet 14.000. Ich muss Kredit aufnehmen. Plaschi, tut mir leid. Los geht's. Alles da. Kredit. Alles da. So, lass mich mal gucken. Was hast du gemacht? Warum fährst du nicht mit dem Auto einmal rüber? Ja... Digga, ist ja fast fertig. Fast, ne? Eieiei. Was machst du denn hier Schönes? Erzähl mal. Ich habe erstmal hier die Betonseiten mit Stahl verstärkt, dann ja. Beton reingegossen. Mhm. Dann habe ich die Mitte jetzt ausgehoben mit einer Schippe. Da kommt jetzt Sand rein. Jetzt hier Sand rein, genau. Heißt das Sand oder wie heißt das? Das heißt Sand. Okay. Sandpäckchen.
Genau, und weiter bin ich noch nicht gekommen. Ich hole mal alles rüber, was da hinten noch so rumliegt. Das Ausgraben hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, Ja, das das wäre glaube dann ich. das nächste, was ich leveln werde. Das habe ich, glaube ich. Nee, habe ich das gelevelt? Ich glaube nicht. So. Digga, warum packe ich das hier auf den Fußboden? Okay. Ja, rein von. Oh mein Gott! Eule! Jetzt hast du mich aber aufgeweckt, Mensch! Das Game ist ja der Knaller, macht euch Spaß zuzusehen. Dankeschön für das Lob. Und Eule! Mensch, vielen, vielen Dank für 500 Biddies. Dankeschön. Sehr, sehr, sehr freundlich von dir. Ja, das Game sieht, also das entwickelt sich ja immer krasser, oder? Am Anfang haben wir nur ein bisschen geputzt, Fenster geputzt. Mittlerweile sind wir hier Architekten, Baumeister. Also das ist richtig nice. Dauert natürlich ein bisschen, bis das immer alles fertig ist hier. Aber cool gemacht ist es auf jeden Fall. Ist noch im Early Access, also die Jungs planen da wirklich noch eine Menge zu machen. Die Open World ist ja auch riesig. Allein die Firmenzentrale, die du da bauen kannst, ne? Das ist schon heftig. Das ist richtig krass. So, dann nehmen wir hier die beiden mal. Okay. Hast du noch Sandpäckchen? Ah, ich weiß nicht. Ja, hier die hier, oder? Sind das? Ja, habe ich. Ich nehme mal eins mit. Wunderbar. Komm, wir machen mal schnell. Eis! Sehr nett. Dankeschön. Na, guck mal. Einfach nur drücken. Gedrückt halten. Oh, ein bisschen Sand rein hier. So. Ja, warum Sand runter? Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich Unkraut. Boah. Wurzel, Protection, Drainageschicht, damit das Wasser abläuft. Wahrscheinlich eher irgendwie sowas, oder? Aber Wasser Eis, vielen, vielen ablaufen, das Dank. Haus steht ja oben drauf. Ja, aber es kann ja sein, dass da irgendwie von der Seite oder irgendwie Wasser reindringt. Dämmung. Ah, Dämmung kann auch sein, ja. Dämmung von unten. Hat Sand dämmende Eigenschaften? Ich weiß nicht. Okay, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Sand. Was ist denn das? Das ist aber was anderes hier. Was ist das Sand hingetan? Du hast es gerade in der Hand gehabt. Achso, ich dachte, da wäre noch ein Paket. Nee, Alles nee, nee, klar, nee. super. Du hast das letzte. Das müsste reichen. Ja, wenn nicht, müssen wir nochmal gucken. Ah, hier sind die ganzen Hast Farben. du jetzt wirklich Eieiei. Kredit aufgenommen? Ja. Aber es ist nicht so schlimm. War nur. Ja, gut. Was heißt nicht so schlimm? Also, 14.000 mussten wir bezahlen. Und 17.000 habe ich, glaube ich, bezahlt. Naja, was willst du machen? Okay, Verstärkung So. brauchen wir wieder. Hier noch was drauf? Nee. Okay, Auto ist voll. Was brauchst du jetzt? Ich komme mal rüber. Ich Oh, guck mal brauche hier. Der Bayer weiß irgendwas es. Die frisch. wichtigste Funktion des Sandbettes ist die Verteilung der Last, die über der Betonplatte fährt. Ah ja, okay. Selber gewusst oder Wikipedia? Komm, sei ehrlich. Oder ChatGPT. Ich glaube, dass die müssen rein. Ja. Verbrauchsmenge unzureichend. Achso, weil Das ist der ist leer wahrscheinlich. leer. Vier hat er drin. Aber die können wir zusammen kippen. So, guck mal. Reicht immer noch nicht, aber die können wir, leg mal hin. Kann man auf jeden Fall zusammenlegen. Aber wie viel muss da rein? Wahrscheinlich jede Menge. Okay. So, mache ich mal weiter. Google! Ja. Wenigstens bist du ehrlich. Aber ist ja gut. Danke fürs Nachschauen. Vielen, vielen Dank. So. Ja, wir machen jetzt hier quasi du. Wie heißt das? Schalung nennt man das, glaube ich. Und werden danach hier wahrscheinlich Beton reinkippen. Und dann haben wir Stahlbeton. Also gehe ich mal von aus. Was meinst du? Mit R? Mit R, da, Ja. ja. Okay, jetzt haben wir wieder Und ich 70. Mal gucken. muss. Zack. Und Dankeschön für den Follow. Vielen, vielen Dank, Leute. Eine Armierung, das ist der Fachbegriff. Wow. Chat weiß immer Bescheid. Okay, wir dürfen nachher die Kisten hier nicht vergessen. Gibt wieder ein bisschen Kohle. Ja. Zement auf Bodenfläche gießen.
Ich hatte ein bisschen Zement übrig und habe das auf ein Laster getan. Weiß ich nicht, wo der was ist denn Zement? Das hier? Beton. Nee, hier. Hier. Na, ihr Hübschen. Dann kannst du schon mal gerne wieder Zement machen, wenn du willst. Ja, wenn du mir sagst, wie es geht, zeig mal her. Du gehst einfach mit Beton zur Mischmaschine, okay. Gibst das rein, schaltest an und wartest. Okay. Alles klar, einschalten. Kein Wasser, nix. Kein Wasser, ja, nix. Das ist ja easy. Hätte ich da mehrere Pakete reinballern können, oder? Ja. Ja, scheiße. Okay, okay. Nächstes Mal weiß ich Bescheid. Ich versuche das hier mal ein bisschen so Sorten rein. Ah, ich kann es nicht runternehmen. Verdammte Hacke. Okay, okay. Kein Problem. Ich wollte jetzt gerade Sorten rein ein bisschen sortieren. So, in so schöne Stapel. Aber er lässt mich nicht. Kann ich da noch was reinkippen? Nee, oder? Ah, fuck. Okay, Betonmischer ist auf jeden Fall fertig. Oder Zementmischer, wie heißt das Ding? Ich bin nicht sicher. Hat sich fertig gedreht? Ja, ja. Dann kannst du den einen Eimer auskippen. Okay. Muss ich da was drunter stellen? Nee. Nee. Und dann kannst du gerne mal befüllen. Okay. Dann mach ich die nächste Ladung fertig. Ich habe hier schon was hingeschmissen. Wie viel passen? Alter, da ist ja gar nichts drin. Okay. 100. Ich glaube, ist schon leer, oder? Der Eimer verschwindet, wenn das leer ist. Okay, alles klar. Dauert einfach ein bisschen. Oder muss ich das bewegen? Ja, du musst dann bewegen, wenn es fertig ist. Ach, ich muss nochmal neu klicken. Ah, okay, jetzt habe ich's. Alles klar. Du kannst nicht in eins rübergießen mit dem Gartenschlauch. Du musst kurz stoppen und dann nochmal. Das wird das kleinste Haus der Welt, ne? Ey, das wird mini. Das wird so ein kleines, winziges Haus. Das ist unfassbar. Ich weiß nicht, was das wird. Aber er wollte ja maximal. Gut, also wie viel Quadratmeter hatte ich in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung? Das ist jetzt quasi ja nur eine, ja auch eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Da hatte ich auch sowas um die 65 Quadratmeter oder sowas. Oh fuck, hab ich auch, aber und das wird dann wahrscheinlich nicht größer sein als das, was wir da sehen. Wild. Oder? Das sah auf dem Plan einfach so riesig aus. Ja, das stimmt. Der Plan war vielleicht auch relativ klein einfach. Roof haben wir hier. Ein kleines Dach. Okay. Ja. So. Betonmischer, okay. 6 Stunden arbeiten, voll blöd. 9 Stunden zocken, leider geil. Hä? Verstehe ich nicht. Herzlich willkommen, Appstar. Musstest du gerade arbeiten? Habe ich das so richtig verstanden? Ah, hier ist noch ein bisschen von der Schalung oder was das ist. Fenster. Ach, super, Leute. Es nimmt wirklich Form an. Wir haben noch einen Haufen beim Baumarkt. Wir müssen gleich mal rüberfahren. Plaschi ist fleißig noch am Mischen. Versuche hier ein bisschen zu sortieren alles. Nee, gerade bin ich am Kübeln. Am Kübeln? Okay, okay. So, was ist das? Cardboard? Keine Ahnung. Pappe halt. Karton oder irgendwas. Was weiß ich. So. Wallplank. Wir versuchen das hier alles Sorten reinzuhalten. Ich finde das Game mega cool. Ist auch geil, oder? Ist mal was anderes als Chain Together. Okay. Das kommt da oben noch drauf. Haben wir noch Beton? Ja, Beton müsste dann beim Baumarkt sein tatsächlich. Ich habe hier nichts mehr. Was ist das hier? Sandpäckchen? Okay. Nee, nee. Das ist Sand, ja. Nee. Müssen wir da mit dem Wagen rüber? Ja, 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 da ist noch richtig viel. Okay, okay. So, ich fahr mal außen rum. Hi. Oh, Alter, wie sie alle zur Seite springen mal. Also hier ist noch jede Menge Beton. Ich pack schon mal rein. Hast du schon drinne? Ich misch gerade noch mal an. Das reicht auf jeden Fall für den unteren Boden. Mhm. Ich schicke gleich mal alles rüber. So, hier noch mal ein bisschen Wart. Ah, jetzt check ich's. Alles klar, du meinst mich. Apps da. Das ist ja keine Arbeit hier, du. Mhm.
Wohnfläche dämmen. Ja, das machen wir gleich auch noch. Das machen wir gleich auch noch. Ich packe jetzt mal alles voll wieder hier. Ich weiß nicht, ob wir was auf die Eimer draufstellen können. Müssen wir mal schauen gleich. Aber mit was dämmen wir die denn? Dämmungspaket. Guck mal, ich habe das da so ein bisschen versucht zu sortieren. Kann aber sein, dass ich das hier noch bei mir habe. Müssen wir mal schauen gleich. Ich komme aber gleich. Ich bin gleich da. Dämmungspaket. Nee, das kann ich aber nicht hinnehmen. Warum? Nimmt er nicht an. Ja, warte, ich habe hier, glaube ich, noch mehrere Sachen. Ich glaube, ist schon wieder voll. Nein, komm, hör auf. Ah, geht noch. Wunderbar. Ach, schön. Nee, wir haben alles. Ich dachte, das sieht ja aus wie bei der Kripo, als ob hier eine Leiche gezeichnet wurde. Aber es ist ein Seil. Wir fahren wieder los. Jesse, Mini-Piccolino-Pizzen hat mir Jessie gemacht, meine Freundin. Und die sind wirklich lecker, ne? Also ich brauche heute irgendwas so zum nebenbei snacken. Und ich dachte, das ist echt eine gute Idee. War's auch. Weil die Kollegen auf der Arbeit, die meinen, den Klima auf Antarktis zu stellen. Ah ja, das ist natürlich richtig mies. Tungdil, willkommen zurück. Ich hoffe, du hattest einen tollen Tag, mein Lieber. Hast du schon irgendeine Dämmung gefunden? Ist das hier Dämmung? Brick. Ja gut, das sind Steine halt. Aber die können wir auch mal ein bisschen stapeln hier. So. Holzrahmenpaket. Kommt das hier rauf? Woodframe habe ich. Ja, glaube ich. Ich weiß nicht, was steht denn da? Dämmung. Wir brauchen Dämmmaterial. Dankeschön, Einradmöwe. Ei, das ist aber ein süßer Name. Hallöchen, moin. Und hier hast du Dämmungspaket, aber das kann ich hier nicht setzen. Ich habe ein Dämmungspaket, ja. Holzrahmen, warte mal. Habe ich hier noch Dämmungspakete? Ja, also wie gesagt, die funktionieren nicht. Ja gut, müssen wir nochmal gucken. Ich weiß, aber es gibt, glaube ich, auch nur eins. Ich probiere es gleich mal. Warte mal, gib mal her. Muss man die irgendwie auspacken oder sowas? Auf einem Platzierungsmodus brauchen wir nicht. Muss man den nicht irgendwie auspacken? Unten rechts steht immer, was du in der Hand hast. Auch wie viel noch drin ist. Das ist ein Trockenbaupaket, was du hier hast. Ja, ich probiere gerade alles durch. Achso, wo ist denn das Dämmungspaket? Sag mal her. Die hellblauen. Die hellblauen. Hier, wo ich direkt davor stehe. Dämmungspaket, genau. Man muss sie irgendwie aufmachen, glaube ich, oder? Aber wie? Wie machen wir das Ding auf? Ich habe keine Ahnung. Steht was im Handbuch drin? Ich schau mal. Ja, guck mal. Ja, das Problem werden wir ja mit den anderen Materialien. Ah, warte mal. Ah, wie packen wir denn mit R, oder? Ist eine Wanddämmung, okay. Und weiß jemand, wie die andere aussieht? Wir gehen mal in den Laden zurück, Leute. Ja, das wird in den Videos nicht gezeigt. Bodenisolierung heißt das, was wir brauchen. Guck mal eben, wie viel. 7 Stück. Oh nein, habe ich die falschen gekauft? Kann das sein? Aber da sind sie auf jeden Fall. Hab sie. Nee, ich glaube, Bodenisolierungspaket haben wir gar nicht. Ja, ja, ich weiß, ich habe sie gekauft. Okay. Los geht's. Nice. So, da fahren wir jetzt aber nicht extra mit dem Auto, ne? Dann nehmen wir das, was wir brauchen und dann geht das los hier. Na klar. Ja, sicher. Hauptiger Lobby. Und hallo, Feines. Ey, nice. Hast du, glaube ich, nicht gekauft? Ja, ich merke das schon. Eieiei. Ah, guck mal. Das ist wie so ein Bodenvlies oder sowas, ne? Wahrscheinlich.
Zack. So. Ah, Mindestverbrauchsmenge unzureichend. Muss ich nochmal Nachschub holen?